den gleichen Einheitston fliegen soll. Also wenn jemand zum Beispiel für uns einen Gastronomen anspricht, als sogenannter Sprecher, sprechende Person, den Vertrieb vor Ort mit organisiert, dann soll er das gleiche Einkommen bekommen, den gleichen Stundensatz bekommen, wie ich, der das vielleicht von Berlin aus macht. Die Art und Weise zu fragen, was braucht ihr, damit das für uns funktioniert und damit das für uns funktioniert, machen wir bis heute immer noch so. Und wir nennen das Ganze inzwischen Konsensdemokratie, weil wir sagen, okay, wir bilden ein Kollektiv. In diesem Kollektiv soll alles beredet, alles transparent, alles offen sein. Und in dieses Kollektiv soll jeder eintreten können, der ein Interesse und ein Bedürfnis an unseren Produkten und an unseren Prozessen hat. Und wenn er sich mit uns auf eine Sache einigen kann, nämlich dass wir gleichwürdig produzieren wollen auf Augenhöhe durch die ganze Wertschöpfungskette, wenn er sich damit uns committen kann, zu sagen kann, ich möchte daran teilnehmen, dann darf er gerne in das Kollektiv eintreten, darf sie gerne ins Kollektiv eintreten und hat die komplette Informationslage, auf der wir die Entscheidung treffen können und hat das Recht, Prozesse zu bestimmen, zu verändern und dann im Konsens mit uns gemeinsam zu entscheiden. Wer macht da mit? Wir haben mehrere 10.000 Endkunden, wir haben 1.700 gewerbliche Partner, wir haben ungefähr 680 Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die könnten alle mitmachen. Tatsächlich nutzen, tun das im Jahresdurchschnitt so ungefähr 230 bis 260 Personen, wovon ungefähr 20% Endkunden sind, also Leute, die meine Flasche getrunken haben. Ungefähr 20% sind Gastronomen, die das mitentscheiden wollen. Und der Rest verteilt sich auf die Händlerebene, auf die Distributions- und Produktionsebene. So dass wir sagen können, okay, wir haben etwas anders gemacht, als Kollektivbetriebe normalerweise das machen, die eine Kollektivität über die Mitarbeitenden herstellen. Und wir das eher darüber herstellen wollen, dass wir sagen, okay, jeder, der Interesse hat an den einzelnen Teilen, wo er sich betroffen fühlt, wo wir einen Effekt auf ihn haben, dass wir den dann in eine Kollektivität reinnehmen wollen, weil wir sagen, okay, diese Trennung zwischen innen und außen, das funktioniert gar nicht so wirklich. Wir als Unternehmen, als Kollektiv, als was auch immer das dann eigentlich ist, hat einen Effekt auf jemand anderes und wir wollen den anderen einladen, mit uns darüber zu entscheiden, welchen Einfluss wir eigentlich auf ihn dann haben dürfen. Und da kommen dann so verschiedene Dinge raus. Also zum einen, dass wir im Konsens entscheiden wollen, dass wir in 17 Jahren kein Geld für Werbung ausgegeben haben, dass wir unser Wachstum auf maximal 3% im Jahr beschränkt haben, dass wir die Umwelt mit einpreisen, dass wir Sozialeffekte mit einpreisen. Also wir verkaufen Alkohol, das muss irgendwie mitbedacht werden und so weiter und so fort. Da kommt eine ganze